Ja, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn es später am Abend ist. Ich gucke mir gerade das Länderspiel Deutschland gegen die Türkei an, was hier in Berlin stattfindet. Und die Türken, ja, haben den 1:0 Vorsprung von der deutschen Elf Tor durch Kai Havertz egalisiert, beziehungsweise sind sogar mit 2:1 in Führung gegangen bis zur Halbzeit, also 2:1 für die Türkei in einem Auswärtsspiel in Berlin. Gut, das soll aber nicht das Thema dieses Videos sein, sondern das Thema ist eigentlich, Tuchel hat sich natürlich beschwert über die terminierte Ansetzung des FC Bayern beim 1. FC Köln. Nächste Woche Freitagabend ist logisch, dass der Mann sich aufregt. Baumgart pflichtet ihm natürlich bei. Man muss da auch Verständnis haben für den FC Bayern. Die sind zu 90% sind das Nationalspieler. Die sind alle auf Länderspielreisen und werden wahrscheinlich dann auch erst Mittwoch beziehungsweise sogar erst Donnerstag wieder zurückkommen. Und wenn du dann einen Tag später gleich ein Auswärtsspiel hast, ist das natürlich ja kontraproduktiv für die ganze Vorbereitungsphase. Ups. Was bringt für unseren ersten FC Köln, wird sich zeigen. Baumgart sagt ja auch ganz klar, sollte der FC gewinnen, war es eben halt ein Nachteil für die Bayern. Und sollten die Bayern das Spiel gewinnen, ist es normal. Und ja, jedenfalls kann man den Ärger von Tuchel verstehen, zumal schon, glaube, das zweite Mal ist diese Serie. Und ja, man wird sehen, wie das Ding Freitag ausgeht. Um 22:15 Uhr plus sind wir denn natürlich alle schlauer. Ich wollte in dem Video auch mal einen kleinen Blick auf die U21 werfen, die sich heute mit 3:3 gegen Gütersloh getrennt hat. Man steht auf einem guten dritten Platz mit 31 Punkten. Tabellenführer ist Bocholt mit 36 Punkten. Ist natürlich eine ganz, ganz starke Regionalliga mit Wuppertal, Rot-Weiß Oberhausen. Wen haben wir noch alle drin? Fortuna Köln natürlich. Und Alemannia Aachen, wird natürlich auch darüber spekuliert, kann die U21 überhaupt aufsteigen? Sollte der Worst Case eintreffen, dass der 1. FC Köln in die zweite Liga absteigt? Ja, es ist machbar, auch wenn der FC Zweitligist ist, kann die U21 aufsteigen. Am liebsten wäre es mir natürlich, die U21 kann aufsteigen, beziehungsweise steigt auf und unser FC. Ja, kann die Klasse halten. Man hat da natürlich auch viele Talente drin in der U21. Heute bei dem 3:3, Kujovic, Justin Diehl und Damien Downs haben die Tore erzielt. Man hat einen 2:0-Rückstand egalisiert und in der Truppe steckt schon einiges. Ihr wisst, Marco Höger ist mehr oder weniger die Führungspersönlichkeit in der Truppe. Und ja, ich wollte eigentlich an der Stelle mal der Truppe alles, alles Gute wünschen und noch viel Erfolg. Es ist natürlich, sollte es wirklich so kommen, dass die U21 in die dritte Liga aufsteigt, wäre natürlich auch für die Ausbildung der jungen Talente wesentlich besser. Ja, man hat da natürlich auch Top-Spiele. Im Moment ist ja Borussia Dortmund noch die Zweitvertretung in der dritten Liga. Ja, dann wollen wir mal einen kleinen Blick drauf werfen, wie wir oder was wir am besten in der Winterpause ja an Spielern machen können. Ich bin da heute auf so einen kleinen Hinweis gestoßen, inwieweit das überhaupt machbar ist. Vielleicht muss man es auch ins Reich der Fabel irgendwo verweisen, aber ein Choupo-Moting, dessen Vertrag ausläuft, ja. Und der FC Bayern wird mit Sicherheit den Vertrag mit Choupo-Moting nicht verlängern. Vielleicht könnte man sich über so einen Mann mal über eine Ausleihe unterhalten. Ist natürlich finanziell ein schwieriger Akt, aber ich denke mal, der FC Bayern würde sich auch irgendwo mit Sicherheit würde entgegenkommen, so dass man vielleicht eine Lösung finden könnte. Es gehen ja auch als Gerüchte rum um Moukoko vom Borussia Dortmund, was sich dann auch eher schwieriger gestaltet, weil Allaire dann auch weg ist zum Afrika Cup. Ja, und ja, das geht vom 13. Januar bis zum 11. Februar. Das sind 4 Wochen, die der Mann dem BVB fehlen würde. Ja, und somit hätte man im Moment dann wirklich nur einen potenziellen Mittelstürmer, nämlich Füllkrug. Und ich glaube nicht, dass die Dortmunder außerdem das Gehalt zu stemmen, wäre natürlich auch schwierig. Jedenfalls Moukoko kommt ja im Moment auch, er hat noch nicht einen einzigen Startelf-Einsatz von Anfang an gehabt. Und
Ja, wird dann höchstens mal eingewechselt, kann auch die Erfüllung für den Jungen nicht sein. Da stagniert dann natürlich auch irgendwo, ja, das Talent kann sich nicht weiterbilden. Schlecht für den Jungen. Ja, trennen müsste man sich dann natürlich auch im Winter von dem einen oder anderen Spieler. Wird natürlich schwierig, diese Leute irgendwo an den Mann zu bringen. Ich denke da an Adamian oder auch an Christensen, der überhaupt noch keinen Einsatz hatte. Und eventuell auch Limnios, der aber eigentlich meiner Ansicht nach nie eine richtige Chance bekommen hat. Auch vom Baumgart nicht, auch bei Gisdol nicht. Ja. Somit ist es dann natürlich auch eine heiße Geschichte, so Leute irgendwo an eine andere Mannschaft zu bringen. Ja, bei Adamian müsste man sich da Gedanken machen. Wahrscheinlich muss man dann die Hälfte des Gehalts übernehmen. Aber er hat hier nun lange genug Zeit gehabt, sich irgendwo zu profilieren und zu zeigen. Aber wahrscheinlich reicht die Qualität, muss man ganz ehrlich sagen, nicht aus, um irgendwo da beim ersten FC Köln Fuß zu fassen. Ja, ansonsten kann ich der Scouting-Abteilung nur alles Gute wünschen, dass man einen Stürmer oder eventuell noch einen Sechser verpflichten kann, was finanziell machbar ist und die dann einschlagen. Also die nächsten 1, 2 Transfers, die müssen passen, die müssen einfach sitzen, schon alleine zum Wohle des ersten FC Köln. Ja, nochmal einen kleinen Abstecher. Wehrle wehrt sich natürlich, der jetzt beim VfB Stuttgart ist, über das Geschwätz oder über die Reederei von Schuldenberg hinterlassen. Klar war die Corona-Krise ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt. Ja. Man musste da irgendwo 10 Millionen irgendwo, die 100 Millionen waren sogar irgendwo, ja, kompensieren, und das war dann eben halt auch nur mit Genussscheinen und was es da alles gibt möglich. Sonst wäre laut Werle, hätte es schlecht gestanden um den FC, oder ob es ihn dann heute überhaupt noch geben würde. So wird auf jeden Fall mehr oder weniger kommuniziert. Ja, ich kann mich da leider nicht näher zu äußern, da fehlt mir dann auch einfach das Insiderwissen. Und ich kann auch nur das wiedergeben, was dann irgendwo der Express oder der Geißblock oder irgendeine andere Zeitung schreibt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielleicht kann der ein oder andere mal einen guten Vorschlag machen, was man holen sollte als Stürmer. Man muss sich dann mit Sicherheit irgendwo auch im nahen Ausland mal umgucken. Muss ja nicht unbedingt ein Brasilianer sein. Da haben wir ja immer schlechte Karten gehabt oder nie Glück gehabt, wollen wir es mal so sagen. Sondern in Österreich oder in der Schweiz. Es muss da irgendwo einen Knipser geben, der uns noch irgendwo in der Rückrunde 10 Tore garantiert und der nicht irgendwo das Geld auffrisst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich denke mal, wenn man reinhört, hört man immer nur, ja, wir sind da dran, wir sind da dran. Was anderes erfährt man eigentlich nicht, oder was Genaues weiß man nicht und erfährt man auch nicht. Ich hoffe nur, dass dann Keller und Co. da ein glückliches Händchen haben. Und ja, dann geht unser Blick natürlich auf kommenden Freitag, wo wir dann den ersten FC Bayern München erwarten. Und ja, alles andere als eine Niederlage für unseren FC wäre natürlich eine große Überraschung. Man hofft immer oder man ist auch optimistisch oder super Optimist, was weiß der Teufel. Ich kann es mir jetzt beileibe nicht vorstellen, dass wir da punkten. Es wäre sehr überraschend für mich. Ich habe ja in dem einen Video schon gesagt, alles andere als eine Niederlage. Es ist sowieso ein Bonusspiel für uns, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn ich hier den Leroy Sané sehe, Entschuldigung, da muss ich mich schon fragen, wer soll den bremsen, ja? Ist ja nicht nur Leroy Sané, sondern da hängt ja noch ganz, ganz andere Sachen dran. Vielleicht sind wir in der glücklichen Lage und ja. Muss natürlich ein kompletter Tag werden. Der FC Bayern darf nicht zu seiner Form finden. Wir müssen überperformen. Und dann ist da vielleicht auch irgendwo punktemäßig was drin, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde. So, jetzt gucke ich mir noch die zweite Halbzeit an. In Berlin, Deutschland gegen Türkei. Wie gesagt, die Türken haben das Spiel gedreht. Muss man auch anerkennen, verdient das 2-1 zur Pause.
Wir haben dann totalen Faden verloren, trotz der frühen Führung in der vierten oder fünften Minute durch Havertz. Bin mal gespannt, was Nagelsmann sich jetzt einfallen lässt oder was da jetzt noch alles an Wechseln passiert. Zumal man bedenken muss, laut Reporter sind die Türken mehr oder weniger noch nicht mal mit der A11 gestartet, sondern mehr oder weniger wollte er testen. Aber gut, von den Spielen kann man so und so halten, was man will. Da hat jeder seine eigene Meinung. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Und da wollen wir die Daumen drücken für den FC Freitagabend gegen Bayern. Ciao!